Schönen guten Tag, mein Name ist Heinrich Donsemann-Theile, Geschäftsführer der Firma ADT Anlagenbau. Wir machen Stallklima für die deutsche Landwirtschaft und haben natürlich sehr starkes Interesse, die deutsche Landwirtschaft zu unterstützen. Aus diesem Grund habe ich einen offenen Brief geschrieben. Worin geht es in diesem offenen Brief? Es geht darum, dass wir keine Agrarlobby haben, keine vernünftige Marketingorganisation. Die Landwirte sind verunsichert, die Landwirte wissen nicht, wohin die Reise geht. Politisch kommen keine klaren Vorgaben. Teilweise werden Landwirte in der Öffentlichkeit diffamiert. Die Ausgangssituation ist im Moment äußerst schlecht. Es waren noch ein paar magere Jahre, die Landwirtschaft hat relativ wenig Geld verdient. Darunter leiden sicherlich auch die Zulieferer und wir gemeinsam müssen jetzt etwas auf den Weg bringen. Mein Gedanke, auch in Gesprächen mit Landwirten, immer wieder bin ich darauf angesprochen worden, warum gründen wir keine Nachfolgeorganisation für die CMA? Was braucht es dafür? Keine Unmengen von Geld, aber es wird Geld kosten. Darüber müssen wir uns im Klaren sein. Und dieses Geld muss sinnvoll eingesetzt werden. Ein, zwei gute Leute, eine gute Marketingfirma, gute Öffentlichkeitsarbeit, auch im Hinblick auf die politische Bundestagswahl, sollten wir möglichst zügig damit anfangen. Bitte lesen Sie den offenen Brief und nehmen Sie gerne dazu Stellung. Sie dürfen das auch teilen. Es wäre für mich sehr interessant, was Sie von der Idee generell halten. Da oben in der Ecke schlafe ich mittags. Das hat zwar nichts mit dem offenen Brief zu tun, aber bevor irgendwelche Fragen kommen, sage ich es lieber. Also, ich bitte darum, unterstützen Sie uns bei der Gründung dieser Organisation. Danke für die Aufmerksamkeit.